Oh, cool. Gab's den schon immer oder bin ich einfach nur blind gewesen? Also ich meine, war das Tor hier schon immer offen? Das ist die gute Frage. Schön. Verstanden. Was bringt auch immer meine Von Champions mir gerade aus. umbringt? War die vergiftet oder was? Ist natürlich Stufe 13 große Klingenwaffen. Geht's los? Also ja, ich gras jetzt hier erstmal alles ab. Aria-Kristall, oh. Was? Wie? Verstanden? Was ist? Verstanden? Was sagt das Questlog eigentlich? Schlacht am Rahmenpass. Nimmt die Festung ein. Ein Zwerg wird von den Untoten in einer Zelle der ersten Festung gefangen gehalten. Ihr solltet ihn freilassen. Ich möchte aber erst die Kiste. Darf ich töten? Harlekin-Zauber, okay. Dann lassen wir mal den Jarl frei. Ja, verschlossene Tür. Schlüssel verwenden. Die vielen Schlösser der Tür öffnen sich gleichzeitig mit einem lauten Schlag. Nidhausbart, bin ich froh, euch zu sehen. Hat er schon nicht mehr auf Rettung gehofft? Seid ihr mit Uram hier? Nein, ich kämpfe mich nach Kartei durch. Aber ich habe Uram in der Onyxbucht getroffen. Dort war er den Hasim in die Hände gefallen. Uram wurde aufgehalten? Also keine Hilfe aus Fastholm? Ach, das Pech verfolgt uns wie ein hungriger Köter. Verdammt! Wir sollten unter der Leitung von Uram die alten Orkenfesten auf diesen Pass sprengen. Wir waren nicht schlecht überrascht, als wir herausfanden, dass sie voller Untoter waren. Die meisten meiner Gefährten fielen im ersten Kampf. Die anderen wurden versprengt oder gefangen. Aber Uran entkam. Ich hatte gehofft, er wäre mit Verstärkung zurückgekehrt. Ihr solltet euch mir anschließen, Zwerg. Dann kommt ihr wenigstens lebend hier heraus. Wahr gesprochen. Ich folge euch, Runenkrieger. Übrigens, man nennt mich Jarl. Supi. Nach dem Rabenpass. Sprengt mit Jarls Hilfe ein Loch in den Festungswall. Jarls Kenntnis als Steinbrecher könnte euch helfen, das unüberwindliche Mauerwerk dieser Feste zu brechen. Eine weitere Festung versperrt euren Weg. Hier braucht ihr wohl Hilfe, um sie zu überwinden. Was? Wie? Nicht dem Champion, ihr sollt mir folgen. Wo bin ich denn? Na, ich komme hier gerade nicht durch. Was? Na schön. So. Zurück mit euch! Kämpft!
Die sollen weggehen! Verteidigt euch! Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich die übertrieben starken Trollarmeen liebe? Was? Falsch. Ja. Warum fehlt hier ein Troll? Ja, weil ein Champion fehlt. Und dann holen wir uns ein paar Schleuderer. Die sollen sicherheitshalber da unten noch aufpassen. Ich glaube zwar, dass das hier der Eingang für das Höhlensystem ist. Kann man es aber nicht mit Sicherheit sagen. Zurück mit euch! Wo kommen die her? Was? Wie? Ach ja, durch. Euch zwei sollte ich auch mal langsam nachziehen. Euch werden wir nämlich weiter oben noch brauchen. Was? Wie? Geht's los? Zurück mit euch! Was denn? Also ja, noch 5 Vernichter dann. Um dort die Höhle zu bewachen, sicher ist sicher. Was wollen die? Und ja, man merkt, der Rabenpass ist auch wieder mehr oder weniger ein Spießrutenlauf, ähnlich wie der Gottwall. Was? Warum? Zeit zu sterben! Sollen weggehen! Was wollen die? Okay, hier ist noch ein Höhleneingang. Geht's los? Verstanden! Also ja, Trolle sind toll. Deswegen einen lieben Gruß auch an all meine an alle Trollfreunde da draußen. Was? Wie? Verstanden! Wo ist meine Keule? Okay, da sind bummmachende Fässer. Geht's los? Ach.
Gehäuteter Schütze. Oh. Geht's los? Ach, verstanden. Seht ihr die Fässer dort drüben? Das war der Platz, an dem wir unsere erste Sprengung machen wollten. Ein Teil der Sprengfässer steht noch da. Die Untoten wissen ja nicht, was sie da vor ihrer Haustür stehen haben. Diese Fässer sind randvoll mit Feuerpulver. Ich habe zwar nicht Urams Wissen, aber ich kann versuchen, sie zu zünden. Das sollte ein hübsches Loch in der Mauer geben. Dann habt ihr freie Bahn. Was meint ihr? Tut euer Werk, Jarl. Sprengt die Mauer. So hab ich's gern. Gebt Acht. Oh, höchstwahrscheinlich jagt er sich da selber mit in die Luft. Oh nein, er schafft es. Ach, Mumien. Ja. Verschwindet! Was ist passiert? Ja. Verschwindet! Sollen weggehen! Verschwinden! Hey, also das hat ordentlich Mumien angelockt. Die sollen weggehen! Was wollen die? Ja. Das wird mich auf jeden Fall zwei Champions kosten. Verschwindet! Was ist passiert? Die ich zum Glück nachproduzieren kann. Wo ist meine Keule? Die sollen weggehen! Auf mein Zeichen! Was? Wo ist meine Keule? Der kriegt auch gut Dresche. Wo kommen die her? Die sollen weggehen! Ja. Geht's los? Wo ist meine Keule? Solange ich nur Eisenschnäbel verliere, sei es in Ordnung. Darf ich töten? Die sollen weggehen! Nee, da möchte ich nicht verlieren. Von mir aus! Hab ihn aber verloren. Wo ist meine Keule? Wo kommen die her? Darf ich töten? Was ist passiert? Geht's los? Verschwindet! Verschwindet! Okay, dann gehe ich jetzt mal alleine rein. Noch ein Heilzauber hinterher. Passt da auch gut. Geht's los? Was? Darf ich töten? Und ja, so wie es aussieht, ihr seid... Geht's los? Vernichter.
Darf ich töten? Champions. Darf ich töten? Schleuderer. Geht's los? Verstanden, geht's los? Weil wir scheinen jetzt unten im Tal sicher zu sein. Hoffe ich jedenfalls mal. Und ja, während bis die da oben ankommen, wir speichern jetzt erstmal. So. Und dann gibt es einen Cut. Also, bis gleich.